Herzlich willkommen zurück, Freunde. Ich hatte mir gerade überlegt, was ich als nächstes tue. Bin vor die Festung gefahren, habe gedacht, so, überlege ich mal. Und dann kam gleich eine Gruppe von drei Fahrzeugen, deswegen hier der Pausebildschirm. Und dann, ja, verschwende ich keine Zeit und gleich ab ins Geschehen hier. Genau so muss es sein. So, also den Plan, den ich gefasst hatte, ich fahre mal hier zurück zu Jeet, mache die Festung fertig und ja, bringe so langsam mal das Gebiet zu Ende. Ja, das ist mal so der Plan. Boah. Meine Fresse. Schon echt guter Topspeed. Nein, ich glaub's ja nicht. Wieso ist mein Auto so leise? Glaub's ja nicht. Was hast du davon? Ich kann kein Wasser einsammeln. Warum kriege ich keinen Bonus-Shot? Kriege ich nicht normalerweise Bonus-Shot? So, Wasser. Sehr schön. Ich möchte mich gleich voll saufen hier. Und die Flasche nochmal füllen.
reicht nicht für ganz voll, denke ich. Oh, doch. Ja, dann fahre ich nochmal hier hin zum Griffer. Ja. Aber das Gewicht macht sich bemerkbar, besonders hier in den Dünen. Na komm schon. See you, my friend. Me too. You understand. The time has come to leave these plains of silence. That which is broken can be mended by love only. It's a very dangerous thing to fathom. Your way does not end with the plains of silence. They're just another stop on the road until your true purpose is revealed. But before I leave, stand still. Ein Grifferzeichen. Sehr tief. So, ne? Max hat seine menschliche Seite wieder gefunden, so wie es aussieht. Die stehen noch da unten und warten auf mich, die Affen. Erstaunlich, wie träge die Karre geworden ist. So, dann auf zur Festung.
Ich hab hier das Plünderlager mit. Nicht mehr. Keep the car safe. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, du Affe. Wo kommt man da hoch? Ach da. So. Schrott. Was? Habe ich nicht schon Schrott aufgehoben? Nee. Ach genau, wollte ich. Bin dann da die Wand hochgesprungen. So. Dann, wo ist das Lager? Ach da, genau, ich habe das Lager ja schon markiert. Okay. Wieso kann ich hier nicht? Ja, das sind wieder diese halbgaren Geschichten. Okay. Anscheinend kann man hier auf nichts schießen. Ja, das ist halt eben, da fing ich irgendwann mal an. Festung zu stürmen. Und ja, oder was heißt, ich habe diese Türme einfach abgehauen, wo ich schon mal da war. Und dann konnte ich nichts machen. Oder was heißt, ich habe sie abgehauen. So, ja, ich verliere hier gerade schon wieder den Faden irgendwie. Wieso schießt der mit dieser Drecksharpune nicht? Verstehe ich, das ist doch irgendwie, ist das doch gerade alles nicht richtig hier. Wieso schießt der nicht mit der Harpune? Wo ist eigentlich das scheiß Eingang? Nee, stimmt doch wieder irgendwas nicht mit dem Spiel, echt. Super, jetzt. Ja, das ist gerade witzlos. Das ist echt witzlos. Ach, das ist ja hart. Heißt das, die können die wieder aufbauen? Ja, weil er sagt, hier, schau, die bauen wieder, die bauen eine Vogelscheuche wieder auf. Oder was heißt wieder auf? Sie bauen eine.
Naja. Aber irgendwie ist da hier doch ein Bug in der Harpune gerade. Ich weiß auch nicht. Ach, Community Mission. Ding, was heißt die Community Mission? Ödland Mission. Na, fahren wir mal hin und hören, was er zu sagen hat. Boah, ich habe den dicksten V6 drin, den es gibt. Das Gewicht zieht, macht die Karre echt irgendwie unattraktiv. So. So haben wir es doch gerne. So, Deed, was gibt's? This pain. We got all the powder we need. Enough to train. You really want to put black in the hands of anyone? Anyone who ain't Scrotus. I need you to open a passage into the Dead Barons for me to send caravans over. You get me one of the big fuel trucks out there and we'll pack it with explosives. It should make a big hole in that wall. You'll be able to feed your shooter and the Dead Barons too. Finde einen Treibstoffleister, den Deed mit Sprengstoff füllen kann und benutze ihn, um einen Pfad in die tote Leere aufzusprengen. Ein Waffenkammerbauprojekt in Pink Ice and und Deep Friars Festung. Ah, alles klar. There's a convoy. I'll show you where it usually is. Gute Mission. Ja, ist wichtig, ja, dass ist das, was ich gerade brauche. Munition. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg. Das war mal richtig effizient. Trotzdem bin ich irgendwie der Meinung, ich sollte doch einen Schrottsammler-Bonus kriegen oder sowas. Aber okay. Oh, ein Sport-LKW, ich glaub's nicht.
Er ist ja echt nicht schlecht mit der Panzerung, aber... Ja. So, Tanklaste besorgt, auf zu Reed. Das Ding hätte ich ja gerne. Aber Mission ist Mission. Okay. So. Wo muss ich jetzt hin? Ah, okay. Den hätte ich echt gerne. Scrapulans, wie sie die Dinger nennen, ne? Ja, ist schon erstaunlich. Eigentlich wollte ich ja das Camp überfallen, aber... Ne? Ja, und das Ding dreht den Begrenzer. Wahnsinn. Ödland-Mission abgeschlossen. Spiel mit dem Feuer. Jeet hat nun einen neuen Weg in die tote Leere. Und das gilt auch für mich. Das könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Ne? Sehr schön. Gut.
So. Dann. Ja, fahre ich hier noch eben schnell vorbei. Doch, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ab und zu höre ich mal sowas ähnliches wie ein Turbo-Zischen und so, aber warum nicht andauernd? Das sind Gerippe. Oh shit. Unheilige Fäulnis? Was ist die unheilige Fäulnis? Na, komm schon. Schrott 1 und 2. Wasser, gut. Schrott, 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 Scheiße, echt. Ach, super. Super. Brauche ich Stunden, um die Scheißleiter zu sehen? Keine Stunden, aber es war klar. Dass das irgendwo dann natürlich da oben lag. Shit.
smack him all, Mr. Shreds! One final stroke! Fliegt er jetzt, oder was? Wieso steht hier eine Vogelscheiße? Glory be, we win. Oh shit. So, was hat er zu kommunizieren? They call scarecrows, then we all owe you praise. So. Gut, das ist mal hier. Das nächste Ziel, hey, aber erst in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.